Ein Blitz schlägt in das Rotorblatt einer Windkraftanlage ein. Die Flügelraddetektoren detektieren den Blitzstrom und übertragen das Ereignis per Funk an den Datenlogger. Die Rogowski-Spulen, hier in grün hervorgehoben, messen sowohl den Impulsstrom als auch den Langzeitstrom. Die Messdaten werden an den Datenlogger übertragen. Dieser wertet sie aus und ermittelt eine Vielzahl an Ereignisdaten. Die Ereignisdaten werden an die Cloud oder ihr SCADA-System übertragen. Dort können Sie eine Ereignismeldung per E-Mail über das Blitzereignis auslösen. Die Cloud bietet eine Übersicht aller Blitzereignisse auf der Weboberfläche. Das DenDetect-Blitzstrom-Messsystem detektiert und misst Impuls- und Langzeitströme, identifiziert den betroffenen Flügel und bietet eine Darstellung aller Ereignisse auf einer Weboberfläche. Als Kunde profitieren Sie von diesem System, indem Sie Folgeschäden vermeiden, Wartungs- und Reparaturkosten reduzieren und Ausfallzeiten Ihrer Windkraftanlage reduzieren.